So, Ausgabe 7, 2000, Deus Ex vorne auf dem Cover. Das heißt, Fritz, nächsten Monat kommt Deus Ex. Endlich. Aber diesen Monat Daikatana. Daikatana, 2000 dann endlich mal rausgekommen, sollte eigentlich schon 1997 erscheinen. Ja, nach 7 Monaten Entwicklungszeit. Ja, Daikatana, das kleinere Duke Nukem Forever in der Spielegeschichte, ewig verschoben, immer wieder verschoben und Quereleien im Entwicklerstudio und irgendwann ist es dann doch mal Das hat gekommen. aber irgendwie niemand gemerkt, dass das erschienen ist, oder? Und wer hat es entwickelt? John Romero. Ja, da ist da jeder in Ehrfurcht erstarrt Ja. und das, was hat er da abgeliefert, das war ganz schön halbgar. Der Held heißt Hiro. Na? Hiro Miyamoto. Alle guten Japaner heißen immer Miyamoto, wie der Super Mario erfunden hat, Shigeru Miyamoto. Und der Böse hieß Mishima, wie alle bösen Japaner, die wie Hayashi Mishima immer Mishima heißen. Hi. Ich fand das aber ein ganz netter Ansatz eigentlich von Daikatana, dass du diese unterschiedlichen Epochen hast und immer die dazugehörigen Waffen und Monster. Genau. Also es war schon eine coole Idee eigentlich. Dauernd ist man gestorben. Sobald ein Sidekick gestorben ist, ist man gestorben. Ja. Indem sie unter Türen stehen blieben. Oh. Es ist wie diese eine Tür in Krieg der Sterne, die so zugeht. Du hast aber links kein vernünftiges Speichersystem gehabt. Sprich, wenn mal sowas passiert ist, dass der Typ mal gestorben ist, musstest du da ganz von vorne anfangen. Ah! Das war das erste PC-Action-Spiel, bei dem man nicht frei speichern konnte. Und das gab es nicht auf der Konsole. Nein, das gab es nicht auf der Konsole. Es war einfach nur so, Speicherpunkte sind super. Und darum war es für mich unspielbar. MDK2, wofür steht eigentlich MDK? MDK2 mit dem tollsten Heldennamen der Spielegeschichte, Kurt. Max Dingsbums und Kurt. Knut, nee, Kurt. Der erste Teil war super, fand ich. War fantastisch. Also Shiny Entertainment. hochgelobt, aber nicht so wirklich gut verkauft. Dave Perry, der heutzutage ja durch die Gegend tingelt und irgendwelche Free-to-Play-Konzepte anpreist. Ist das nicht auch von BioWare? Das ist von BioWare. Und das weiß, Tatsächlich, glaube ich, ja. sonst fast niemand. Der MDK war ja ein groß gehyptes Spiel damals, also das erste und das zweite dann auch so ein bisschen. Aber ey, das war so dermaßen viel zu abgedreht. Mit Brotscheiben hat man da geschossen. Das war schon sehr abgedreht. So einen Typen zu spielen, der mit so einem komischen Trichter auf dem Kopf hat, ist halt auch irgendwie komisch. So einen schwarzen Trichter. Allerdings kommt man hier endlich mal alle drei spielen. Also auch Ja, Max und den genau. Doktor. Die dritte hat es halt nicht so richtig gebracht. Der Professor, den man ja wie so ein Adventure ein bisschen spielen konnte. Er konnte halt Objekte aufnehmen und es benutzen. Es waren schwache Rätsel. Das Ganze war in sich nicht richtig schlüssig. Aber irgendwie hat es diesen großen Aha-Faktor vom ersten Teil nicht mehr gehabt. Der erste Teil hatte ja so ein richtig abgedrehtes Leveldesign mit absolut skurrilen Ideen. Das gab es zwar hier auch, aber nicht mehr so in diesem Maße, leider. Rennspiel und zwar ganz großes Stil, Motocross Madness 2. Hat übrigens damals der Schmidt getestet, der alte Motocross-Brachialo-Fahrer. Ja, wir nennen ihn nur Motorrad-Schmidt, Moppelschmidt. Moppelschmidt. Ein großer Fortschritt zum ersten Motocross. Diesmal mit Bäumen. Ja. Cool, du hattest da auch wieder diese weitläufigen Landschaften, nur diesmal waren sie vernünftig gefüllt. Jetzt hatten sie endlich auch mal Bäume und Vegetation. Und das galt unter Motocross Madness-Fans, unter Motocross-Fans echt als super Titel. Okay. Vor allem, weil die Grafik halt echt hübsch war. Damalige Verhältnisse. Das Spiel ist jetzt 10 Jahre alt, aber es sieht noch richtig, richtig gut aus, weil die Texturen sind fein, die Weitsicht ist enorm. Also das kann man echt heute noch angucken. Die Landschaft ist wirklich so, dass man sagt, Mensch, damals konnte man schon so schön geschwungene Landschaften bauen. Und diesmal hatten sie Objekte drin. Im ersten Ja. Teil war ja immer alles nur hübsche Landschaft, aber keine Gegenstände, keine Vegetation, keine Häuser, keine Autos. Hier fuhren sogar Autos rum. Und die Soundeffekte wurden von realen Quellen aufgezeichnet. Also wenn da Motorradfahrer schreien, wenn sie kollidieren, dann war das ein echter Schrei. Aber vermutlich nicht vom Motorradfahrer aufgenommen, der gerade kollidierte. Das wäre ein bisschen kompliziert gewesen. Und schon damals haben sich die Motorräder wie schwangere Hummeln angehört. Ich zitiere Christian Schmidt, der das Spiel damals getestet hat. Er hat Wir geschrieben, müssen schwangere ihn Hummeln. fragen, woher er schwangere Hummeln kennt. Da war das Besondere die Freiheit. Man hatte bestimmte Checkpunkte in der Umgebung, in der Landschaft und wie man die erreichte, blieb einem selbst überlassen. Und das war relativ knifflig, weil du genug Anlauf brauchtest, einen weiten Sprung hinlegen musstest, den richtigen Stunt ausführen und natürlich im richtigen Moment wieder auch schön auf dem Sattel sitzen, damit es dich nicht ordentlich auf die
Schnauze haut, was gar nicht so einfach war. Egal, ich spiele eigentlich solche Motorradsimulationen auch nur, weil es mich immer freut, wenn es meinen Fahrer vom Rad haut. Weil es immer so lustig aussieht, wenn so... Okay. Juhu, mein Spiel, wieder mein Weltraumspiel. Ich liebe ja Weltraumspiele. Juhu. Das ist toll, ganz toll. Nee, aber das war wirklich super. Wie wird es ausgesprochen? Takyon. Wir sagen einfach Täschchen. Nee, wir sagen Täschchen, genau. Elementarteilchen. Richtig, ein hypothetisches Elementarteilchen, das schneller ist als das Licht. So haben wir das auch geklärt. Abgesehen von dem unglaublich bekloppten Namen dieses Spiels, war das hochkarätig. Das war richtig, ein richtig gutes Weltraumspiel. Von Novalogic. Unglaublich, weil die waren ja eher so im Bereich Militärsimulation unterwegs oder Delta Force. Ist ja auch Militär, nur Militär der Zukunft. Erstmal hat es ein sehr glaubwürdiges Setting gehabt, also diese Sektoren im Weltraum waren sehr belebt, da flog also überall was rum. Die Raumstationen waren riesengroß, also sowas hat man vorher noch nicht gesehen gehabt. Mit abwechslungsreichen Missionen, sehr actiongeladenen Missionen und vielen Skriptereignissen, also da steckte wirklich alles drin, was man so als Starlancer und Wing Commander-Fan mochte. Und es hatte echt eine coole Kampagne, weil die sich ja verzweigt hat. Man konnte sich ja dann später entscheiden, ob man für diese komische Corporation kämpft oder dann als Söldner weitermacht. Und das ist eine coole Idee. Das könnten ruhig auch mal mehr Spiele machen. Aber das ist ja heute viel zu kompliziert. Da muss man ja zwei Geschichten schreiben und so. Die haben ja heute schon mit einer Geschichte Probleme. Also du kannst entweder den Minenarbeiter helfen oder der bösen Corporation. Und dementsprechend kriegst du dann auch unterschiedliche Schiffe und Waffensysteme zur Verfügung gestellt. Mhm. Die Minenarbeiter haben halt Scheiß. Lustig ist, dass die Update-Server für das Spiel immer noch laufen. Echt? Also man kann immer noch Patches runterladen. Und es ist genauso wie bei Motocross Madness. Solche Spiele kann man auch heute noch angucken. Weltraum verändert sich ja optisch nicht so wahnsinnig. Aber warst du schon mal da oben? Kannst du das mit Sicherheit sagen? Die Spannung hier im Stadion nimmt zu. Und nur noch wenige Augenblicke bis zum Anpfiff des Euro 2000 Qualifikationsspiels. Ja, Euro 2000, da klingeln die Kassen bei Electronic Arts. Ja, bling, blang, blong. UEFA Euro 2000 war die Abzocke, die übliche EA-Abzocke zu besonderen Events. Das war ja im Grunde FIFA 2000, nur mit EM-Lizenz. Also im Grunde, du konntest die EM spielen damals und hattest ein paar neue Arenen, 4 Stück waren es, glaube ich, und das war's. Also im Grunde jeder, der das FIFA hatte, der hat da damals 90 Mark extra zahlen sollen für ein Mini-Update, was man eigentlich per Patch mal nachreicht. Frechheit. Aber das wollte doch bestimmt niemand mehr kaufen, nachdem die EM so desolat für uns geendet hat. Das war vorher Deutschland noch. Und England, ja, aber vorher danach, konnte man das Spiel sicherlich auch noch kaufen. Ja, danach konntest du damit als Bierdeckel das Ding verwenden. Da man zu Euro 2000 nicht viel sagen kann und auch nicht viel sagen sollte, komme ich jetzt mal mit meinem abgrundtiefen Fachwissen zur EM, die du damals stattgefunden hat. Du liest das alles ab. Ja, ist egal. Du weißt das alles gar nicht. Das war übrigens die 11. Europameisterschaft, die in Belgien und Holland stattgefunden hat. Frankreich ist Europameister geworden und Deutschland ist schon in der Vorrunde ausgeschieden. So. Die Europameisterschaft 2000 ist aus dem kollektiven Gedächtnis der deutschen Fußballfans gestrichen. Ja, ja. Und weißt du, wer der Trainer damals war? Horst Schlemmer, keine Ahnung. Ribbeck. Mika hat sich damals, glaube ich, im Test beschwert, dass man die Tastenbelegung nicht ändern konnte, oder? Ja. Das ist ein Problem, das diese Serie jahrelang noch mit sich herumgetragen hat. Immer wieder schön gewesen, weil das konnten auch jedes Jahr schreiben. Wenn wir jetzt mal beobachten, wie das weiterläuft mit den ganzen Serien, ob das jetzt ein bisschen aufhört und durch DLC ersetzt wird. Und dann kommt es halt darauf an, wie qualitativ hochwertig die DLCs sind und wie umfangreich. Ob sich das dann bei den Spielern auch durchsetzt. Bis jetzt sind sie ja noch relativ skeptisch, ne?